Der Krieg nimmt immer weitere merkwürdige Gestalten an. Polen vernichtet Deutschland. Wir haben durchgehend irgendwie überlebt. Die Italiener jetzt nochmal mit einer Invasion in Athen. Wie aus dem Nichts stehen italienische Truppen in der Hauptstadt von Griechenland und haben sie erobert, aber wir schicken aktuell knapp 30 Divisionen zur Rückeroberung von Athen. Wir haben keine Manpower seit längerem. Die Italiener stehen an unserer Grenze. Die deutsche Armee wurde hier komplett vernichtet in der Tschechoslowakei. Über 30 Divisionen sind gestorben. Die Verluste der Deutschen bei 2,06 Millionen. Und wir haben 2% mehr Warscore in der Zwischenzeit. Das ist schon mal das Positive an der ganzen Geschichte. Die nächste... Okay, es gibt einige Naval Invasions hier. Gut, die können wir verteidigen. Glaube ich. Sieht ganz stabil aus. Gut, das haben wir verteidigen können. Aber die Italiener werden jetzt ein bisschen verzweifelt. Mal gucken, ob wir Athen zurückerobern können. Unsere Truppen sind jedenfalls alle unterwegs. Ja, aber sieht schon mal ganz gut aus. Athen ist noch im Besitz der Italiener. Das wird sich aber hoffentlich gleich ändern. Wir starten mit der Armee nochmal eine Offensive hier unten. Gegen Italien und gegen Deutschland. Ausrüstungstechnisch sieht es ganz okay aus aktuell. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu dieser spannenden Kampagne, die viele unvorhersehbare Wendungen und Ereignisse und Schicksalsschläge bereits zu verzeichnen hatte. Und das Deutsche Reich hat kapituliert. Und wir haben 50% ihrer Ausrüstung bekommen. Was? Meine Damen und Herren, Polen schaut aus wie Deutschland, nur mit der falschen Farbe. Lustig. Naval Invasions, bin ich mir nicht so sicher, weil... Weiß nicht, was meine Freunde hier machen. Wir gucken mal kurz. Pass auf, wir machen jetzt mal einen Test. Ich glaube nicht, dass die mich unterstützen. Wir bereiten jetzt einfach mal eine Naval Invasion vor. Interesse halber halt einfach. Hier gab es ein Seegefecht. Aber ich glaube halt nicht, dass meine Verbündeten mich unterstützen, flottentechnisch. Das ist das Problem. Unsere Flotte wurde übrigens aus unserem Hafen verbannt. So, jetzt kommt er wieder nach Hause. Die rumänische Flotte war mal deutlich größer. Sind die jetzt unterwegs irgendwo? Weil wir jetzt schon wieder angegriffen. Da kommt die nächste Naval Invasion. Was wir jetzt allerdings mit den Truppen machen, die keine Naval Invasion starten, das ist einfach mit Italien angreifen. Wir greifen jetzt einfach mit aller Macht Italien an. Weil Deutschland ist ja Geschichte. Deutschland ist Geschichte, jetzt geht es eigentlich nur noch um Italien. Und das freie Frankreich gibt es auch wieder. Und die Faschisten, die führen hier oben noch ein kleines Dasein. Aber die Achse ist alles in allem 1941 bereits Geschichte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ja, auch unsere politische Macht wächst langsam sicher wieder. Könnten wir denn unsere Stabilität irgendwie erhöhen? Ja, Monarchisten zerschlagen. Würde mir 31% bringen. Oh, das ist nicht schlecht. Kriegsanleihen ist auch immer relativ stark. Verbesserte Bedingungen für Arbeiter. Das Fabrikarbeit ist hart und gefährlich. Langfristige Vorteile machen das Wett. Für 180 Tage. Wöchentliche Stabilität plus 0. Es ist halt gut, die wöchentliche Stabilität, ne? Amerikanische Schlachtschiffe umfunktionieren. Aha. Das machen wir doch mal. Und es gibt wieder... Ich fick mal... Ne, ich sag da nichts zu. Mann! Gebt mir das auf die Nerven hier, echt. Mit diesen Scheißstreiks, ey. Ich krieg hier noch einen Anfall, Mann. Was hab ich mit der türkischen Republik? Was ist mit euch? Die sind immer noch so schwach. Bin echt überrascht, dass die so schwach sind, die türkische Republik. Haben die extra ihren fetten Fokus bekommen? Also denkst du, jetzt geht hier weiß Gott was ab, aber stattdessen gar nichts irgendwie gefühlt. Was machen die denn aktuell eigentlich? Okay, ich sehe überhaupt nicht mehr, was sie machen. Die haben ihre Verschlüsselung zu stark erhöht. Mal schauen, was mit dir noch passiert. Die Italiener dürften eigentlich nicht zu stark sein, ne? Die Italiener sind eigentlich relativ schwach gewesen. Haben jetzt auch nochmal einige Divisionen durch die Naval Invasions normalerweise verloren. Und wir müssen aufpassen, dass wir bitte auch diese neuen Hafenregionen mit verteidigen. Das ist auch relativ wichtig. So, hier sind leider nur Feinde. 70.000 Schiffe. Flottenstärke. Von wem? Von Italien? Was denn für 1200 Schiffe, bitte? Aha. Wie haben die denn mit 23 Schiffswerften, bitte, 1000 Schiffe gekriegt?
bin mir nicht so sicher, ob die Beta AI-Mod nicht noch irgendwelche Sachen kaputt gemacht hat mal. Das ist relativ ungewöhnlich, dass Italien so viele Schiffe hat. 1200 Schiffe, echt? Ist das möglich? Bin mir gerade echt nicht sicher, ob das möglich ist. Als Italien so viele Schiffe zu haben. Ich meine, gut, Rumänien pumpt ja auch Schiffe ohne Ende. Ich glaube, ich mache Italien zu meiner Marionette, wa? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich eine relativ hübsche Sache. Und vor allem, wir bringen ja Italien gerade selber zu Fall, ne? Wir sind diejenigen, die Italien gerade erobern. Die Franzosen haben das ja nicht geschafft, diese unfähigen Buben. Ja, könnte man ein bisschen auf Marine gehen vielleicht. Naval Invasions, dies, das, Ananas eventuell. Mal Landfahrzeuge nutzen, Landungsfahrzeuge. Und die Italiener werden überlaufen. Das war auch zu erwarten, dass da nicht viel Widerstand kommen wird von den Italienern. Dann mal gucken, die Italiener haben 30 Divisionen. Wir haben jetzt inzwischen seit 84. Wobei die meisten in der Verteidigung arbeiten, in Küstenverteidigung. Wobei die Italiener hier auch noch lauter Truppen wahrscheinlich stationiert haben werden. Und die haben natürlich Afrika auch noch. Ja, da ist wieder das typische Fall von, ne? Zu großes Land, zu wenig Truppen. Hatten wir auch ganz kurz. Glücklicherweise habe ich dann... Ist mir dann noch eingefallen. Also es ist eigentlich peinlich, dass ich nach 600, 700 Stunden nicht... Oder wieder vergessen habe, dass man sich natürlich die Truppen von seinen Marionetten holen kann. Eigentlich ist es peinlich. Aber ich habe nochmal rechtzeitig dran gedacht, deswegen ist hier alles gut. Wir haben es nochmal retten können. Die italienischen Truppen hier werden wahrscheinlich auch alle sterben. Und der Marsch auf Rom beginnt. Mal wieder. Dieses Mal allerdings von anderer Seite, von anderer Nation. Wobei die Griechen wahrscheinlich auch die Italiener so platt gemacht hätten damals im Zweiten Weltkrieg. Aber die Deutschen haben die Italiener gerettet, ne? Wie wir alle wissen, haben die Italiener hart auf die Schnauze bekommen gegen die Griechen. Und dann kamen die Deutschen und haben dann den Griechen auf die Schnauze gegeben. So lief das damals. War natürlich nicht so nett von den Deutschen. Aber verständlich, ne? Verbündete muss man unterstützen. Haben die Deutschen eigentlich auch mal gemacht. Wieder plus 5% Stabilität. Hervorragend, haben wir 36. Dann könnte man natürlich noch die Arbeiterbedingungen verbessern. Wenn wir bei circa 180 Tage sind. Wie viele Monate sind 180 Tage? 6 Monate, 24 wären circa 12% Stabilität mit dazu. Wären wir bei 48, dann die Monarchisten weg. 30 wären wir bei 78% Stabilität. Was nicht schlecht wäre. Und vor allem, wenn der Krieg vorbei ist, ist es ja eh höher. Dann wären wir bei fast 100%. Das wäre doch perfekt. Und wir sind ein Verteidigungskrieg. Deswegen haben wir auch so viel Kriegsunterstützung. Was auch unsere Angriffs- und Verteidigungsfertigkeit in Kerngebieten erhöht. Und wir hätten mehr... Achso, apropos, stimmt. Das sollte ich mal früher machen. Mal Organisator. Und das hier, diese Fertigkeit mit den Eigenschaften, kam durch ein DLC. Frag mich nicht welcher. Weil ich immer wieder gefragt werde, wie das geht, dass man den Leuten Eigenschaften geben kann. Das kam mit einem DLC, aber ich weiß nicht welcher. Ich hatte ja damals mit die... keine Ahnung, größte Edition da geholt. Und da waren ja fast alle DLCs drin, also 6 oder 7 Stück oder wie viel da drin waren am Ende. Deswegen weiß ich das auch nicht, habe mich doch nicht informiert bei den DLCs. Es war auf alle Fälle einer der ersten 5 oder so, glaube ich, mit dem die Eigenschaften kamen für Generäle. Und hier sterben weitere italienische Truppen. Die sind schon mal eingekesselt. Muss auch gar nichts mehr selber machen, das geschieht hier alles so, ohne mein Zutun. Erfreulicherweise. Und Warscore-technisch sind wir jetzt bei bereits 25%, das sehe ich doch mal immer sehr gerne. Und sobald die Titans surrendert, ist der Krieg auch vorbei gegen die Achse. Die Achse hat es nicht geschafft. Es hätte auch anders ausgehen können, ne? Hätten die Faschisten in Großbritannien gewonnen, hätte Deutschland früher Frankreich zu Fall gebracht und Frankreich nicht Italien davor noch ziemlich gut lädiert und hätte Deutschland es geschafft, Polen zu Fall zu bringen, dann wäre das hier alles anders abgegangen, weil dann hätten wir gegen Deutschland, Italien, Frankreich niemals bestehen können. Aber es war wieder mal eine Entwicklung glücklicher Umstände, kann man wirklich sagen, ne? Es ist viel gut gelaufen. Wir hatten viel Glück. Also verbesserte Bedingungen für Arbeiter. Einfach um die Stabilität nochmal zu erhöhen. Pro Woche. Müsste auch eigentlich weiterlaufen, wenn wir nicht mehr im Krieg sind. Falls der Krieg jetzt demnächst endet, weil Rom wird gleich fallen. Aber Italien steht noch relativ stark da. Das wird sich gleich ändern, wenn Rom fällt. Okay, Frankreich ist komplett wiederhergestellt. Frankreich hat alle Gebiete zurückerobert. Sind so stark wie davor. Mit, ja, auch schon wieder fast 15 Divisionen.
Meinen tiefsten Respekt da an die Stelle. Und wir haben mal die bessere Artillerie wieder raus. Wir sind eigentlich total simpel. Wir spielen total simpel aktuell. Ich lasse alles meine Untertanen machen. Die produzieren die Einheiten für mich. Ich nutze quasi ihren kompletten Einheitenpool für mich. Rom ist gefallen. Und damit steht die Time bei 44%. Neue Hauptstadt ist jetzt wahrscheinlich wieder Palermo. As always. Jetzt haben die nochmal unseren Schiffre entschlüsselt. Die Naval Invasion kann ich eh knicken. Da haben wir gar keine Chance. Viel zu viele Schiffe der Italiener. Was wird das hier eigentlich, wenn es fertig ist? Was wird das hier? Da müsste man den Hafen mal hier unten erobern, in Toulon. Damit die sich nicht zurückziehen können, damit die keine Versorgung mehr bekommen, die Italiener. Und das ist jetzt der Fall. Muss nur dafür sorgen, dass die sich jetzt hier nicht irgendwie hinbewegen oder sowas. Ach Gott, diese Front hier ist wieder so unnötig, ne? Mal die zwei Fronten auflösen. Ah, die tut sich natürlich auch nicht wieder automatisch irgendwo hin bewegen, ne? Das ist auch wieder so ein Geschmarre da. Die, muss ich die wieder einzeln auswählen? Muss ich dann alle einzeln wieder irgendwo hinschicken? Weil das Spiel das natürlich nicht für mich machen möchte. So, geht ihr mal alle dorthin. Ihr zwei geht dorthin und du gehst dorthin. So, haben wir es jetzt alle. Dankeschön. Offensive da unten läuft weiter. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Ja, okay, den Hafen haben wir erobert. Jetzt haben die keinen Hafen mehr, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass die nicht gleich den Hafen hier erobern. Wir stoßen jetzt sogar weiter vor, interessanterweise. Das hier verteidigen wir. Die sind sehr, sehr dumm, dass die nicht nach Nizza marschieren einfach. Das ist wieder ein typischer KI-Move, ne? Kann man quasi so sagen. Nicht wirklich schlau. 41%. Ja, die Offensive nach Palermo wird nochmal ein kleiner Kraftakt. Mit hohen Verlusten auf unserer Seite. Wie immer. Panzer habe ich generell sehr wenig aktuell gesehen im Spiel. Da ist mal eine Panzerdivision. Deutschland hatte generell irgendwie, glaube ich, nicht so viele Panzer. Hier ist nochmal zwei Panzer. Drei, okay, doch. Ein paar Panzerdivisionen haben sie schon, aber die werden dir nichts helfen. Panzer sind halt in der Verteidigung nicht so effizient. Und hier sterben einige italienische Divisionen jetzt. Na, 32 bis 39 Divisionen, das wird sich gleich ändern. Das sind nur noch um die 20 bis 30, wenn überhaupt. Unsere politische Macht sieht gut aus. Unsere Stabilität auch. I love it. Könnte man denn sonst noch so machen? Ländlease koordinieren? Ach so, nee. Lass mal sein. Dann... Was können wir? Großreich von Dings gründen. Alle westlichen türkischen Staaten, den Dodekanes und Zypern kontrollieren. Ja, das werden wir sicherlich irgendwann nochmal hinkriegen, hoffe ich. Irgendwann mal. Panzerabwehr 1 ist auch gleich fertig. Oder Panzerabwehr 3, um kurz unsere Infrastruktur, unsere Infanterie weiter verbessern. Auch relativ fähige Truppen teilweise. Zumindest unsere Hauptarmee ist relativ fähig. So, ihr geht alle dorthin. Ihr geht alle dorthin. Die Naval Invasion spiele ich mir jetzt in die Haare. Die will ich gar nicht mehr. Die brauchen wir nicht. Wir haben eh keine Chance, da durchzukommen. Quit India Movement. Mal gucken, was da passiert. Noch sind sie ja in den Alliierten drin. Das könnte sich jetzt dann bald ändern. Und wir sind dann noch lange nicht fertig. Ne? Wir sind immer noch in den Anfangszügen der Kampagne trotzdem. Polen, Frankreich, Spanien, Russland, USA, Großbritannien, Iran, Indien. Und wir sind halt relativ schwach, muss man auch einfach dazu sagen. Wir sind nicht wirklich stark. 40% Stabilität. Bei 150 politischer Macht können wir hergehen und dann endlich die Monarchisten zerschlagen. Ich hoffe, dass es dann noch permanent ist tatsächlich. Das weiß ich halt nicht, ob das permanent ist. So. Machen wir es kurz anders. Offensiven abbrechen. Eine Gesamtfront machen. Ist halt etwas übersichtlicher, etwas geordneter. Boni hat hier keiner, da warten wir jetzt nicht mal ganz kurz. Auch mit der Ausrüstung, dass sie sich alle kurz refreshen können. Ich werde kurz so lange jetzt chillen und dann schauen wir mal, wenn wir hier soweit sind. Wir ignorieren die Streiks jetzt mal oder auch nicht. Was machen wir? Verdammt. Mann, ich wollte gerade die Monarchisten loswerden. Dann kommen wir denn hier in den Scheißstreiks. Ey, gebt mir das auf den Sack. Mann, ey, es ist so ätzend. Ich kriege hier echt noch einen Anfall irgendwann. Maximale Forschung.
Dann kümmern wir uns ein bisschen um Luftwaffe mal. Da haben wir gar nichts gemacht bis jetzt. Das ist relativ ungewöhnlich für mich, dass ich mich nicht um Luftwaffe kümmere, aber das ändern wir jetzt ausnahmsweise mal. Ja, die Karte sieht eigentlich relativ hübsch aus. Schön viel Rot, ne? Rot, Pink, Pink doch. Dann dieses komische sowjetische Rot, was auch keiner kennt und keiner mag. Und nach fällt die Welt an das einzig wahre Griechenland. Das bin ich, hallo. Unnötiges Forschungsteam. Hey Jungs, ihr seid unnötig. Ciao, tschüss. Ficken Sie sich, für Sie arbeiten wir nicht. Was ist denn das hier nicht? Volkswagen Republik? Nee, Volksrepublik. Fast das gleiche. Die Volkswagen Republik Deutschland, meine Damen und Herren. Ist übrigens gar nicht so falsch, ne? Muss man mal dazu sagen. Die Italiener kämpfen noch hier unten in Afrika. Ihren verzweifelten afrikanischen Feldzug da, den sie immer verlieren, den sie noch nie gewonnen haben. Die einfach viel zu schlecht sind, die Italiener. Viel zu schlecht. Die ganze Sprache und die Italiener. Schaut euch an, wir überrennen die einfach. Das ist wie Pizza essen beim Italiener. Gehst rein, bestellst, kriegst dein Essen und dann gehst du wieder ohne Zahlen. So ist das hier. Also du hast einfach nichts. Du investierst nichts. Du hast keine Nachteile an der ganzen Sache. Einziger Nachteil ist, dass das Spiel total unfähig ist. Wie wir hier übrigens gerade wieder sehen, meine Damen und Herren. Nicht in der Lage, eine beschissene Front zu machen. Meine Damen und Herren, Herzfeind 4 nach 7 Jahren. Nicht in der Lage, eine Front zu machen. Ich könnte heulen, echt. 7 Jahre ist das Spiel, ist 2000... Naja, gut. Was ist rausgekommen? 2016. Naja, sind 5 Jahre jetzt. Aber trotzdem, gefühlte 7 Jahre. Das Spiel ist seit 7 Jahren draußen und können keine Dings machen, halt keine Front. Geht mir hart auf den Sack. Ja, geht mir hart auf den Sack. Schon mal sagen hier. So, ja, Friedensverhandlung, woran hat's gelegen? Polen, müssen wir nicht drüber diskutieren, hat den Hauptteil gemacht. Polen soll deswegen auch den Hauptteil bekommen. Mein Glückwunsch an Polen. Die dürfen sich hier das meiste holen. Frankreich kriegt gar nichts, weil Frankreich war komplett ineffizient. Die haben in den Friedensverhandlungen komplett auf die Schnauze bekommen. Hier müssen wir mal gucken, weil hier habe ich auch eigene Ansprüche drauf. Hier habe ich auch vieles gemacht, muss ich sagen. Na, ganz sehe ich das nicht an, dass ich denen alles gebe. So, das können wir hier so machen. Das passt. So, das ist Polen. Das gefällt mir überhaupt nicht, ne? Mal fürs Protokoll. Was wir jetzt machen ist... Warte mal kurz, Polen? Wer war denn noch im Krieg? Briten? Jo, Briten haben hier einen Bürgerkrieg gehabt. Der läuft übrigens immer noch irgendwie. Kann das sein? Oder ist es noch die Ausgangslage des Bürgerkriegs? Ich weiß. Das holen wir uns jedenfalls. Das ist meins. Ja, Italien machen wir natürlich zu unserer Marionette teilweise, aber nicht alles. Pass auf. Das machen wir mal so. Den Rest machen wir zur Marionette. So. Und den Rest hier hole ich mir alles. Was für 827 Alumin... Hä? Das muss ein Bug sein, oder? Aluminium? Meine Damen und Herren, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Spiel ist irgendwo mal oder irgendwann mal kaputt gegangen. Muss ich jetzt mal gucken hier. Ja, aber wie? Basis 100. Infrastruktur mal 13,9? 129 von 10 Infrastruktur. Was? Hä? Wie geht das? Das ist doch gar nicht möglich. Geil, wie cool ist das denn? Das hab ich noch. Gibt's hier sonst so irgendwas mit so cooler Infrastruktur? Infrastruktur. Ah, 70 von 10? 18 von 10? Hä? Hier ist 10 von 10? Hier passt überall. Hä? 50 von 10? Ich hab doch überhaupt nichts mit Infrastruktur gebaut. Ich hab nicht einmal Infrastruktur gebaut. Das ist
1324 von 10. In Rumänien. Okay, ich hab... Okay, hier in Afrika passt's. Afrika passt. Italien selber passt auch. Aber hier, Jugoslawien. Und das sind ja meine Gebiete. Ich hab nie Infrastruktur ausgebaut. Vor allem, das geht doch gar... Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, herzugehen und... Schau mal hier, kurz mal, hier. So, 6, 7, 8, 9, 10. Hier, es geht nicht. Ich kann klicken, was ich will. Es ist nicht möglich. Hä? Check ich nicht. Ich bin gerade völlig... Ich verstehe es nicht. Ich habe selbst mit Mods... Es gibt ja die Mods, es gibt ja Toolpack-Mod, mit der man Regionen ausbauen kann mit einem Klick. Selbst mit dieser Mod geht das nicht. Man kann selbst mit Mods nicht über das Infrastrukturlimit gehen. Ach, trotzdem haben sie es hier gemacht. Aber wie und warum? Warum in meinen Gebieten? Wenn das irgendeiner von euch weiß, was genau hier los ist, dann bitte einfach mal ab damit in die Kommentare. Das geht nicht mal mit Konsolen-Comments, geht das. Das geht nicht mal mit Konsolen-Comments. Die ihr nicht mal nutzen könnt, weil wir immer noch im Ironman-Modus sind. Hier draufklicke auf die wunderschöne Taste. Tut sich nichts. Und ja. Das ist, selbst wenn, es gibt, ich kenne mich mit den Konsolen-Comments komplett aus, weil ich viel das ausprobiere, weil ich auch viele Events erstelle, wo ich dann die Konsole auch viel brauche. Und selbst mit der geht das nicht. Es gibt ja keinen Comment, wo du festlegst, wie viel Infrastruktur in einer Provinz ist. So ein Comment gibt's nicht. Könnt ihr auch selber gerne nachschauen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Strange. Strange. Krass. 221. 1324, wie geht das bitte? Und vor allem, warum nur hier in diesem Bereich? Warum nur in Rumänien? Bulgarien nicht. Bulgarien passt. Ne, auch hier eine Provinz. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so random. 14 von 10, 15 von 10. 91, 114, 24, 1324, 129. Mich würde mal interessieren, wie es in anderen Ländern ist. Ob das mehreren Ländern ist jetzt oder wirklich nur in dem Bereich. Oder hat es mit den... Oder ist es ein Bug bei Friedensverhandlungen, dass irgendwas kaputt ist? Oder... Keine Ahnung, ich bin gerade komplett überfordert. So, wir haben einen Kriegsziel gegen Italien. Hä, warum denn gegen Italien? Das ist doch schon meine Marionette. Das ist mein Untertan. Inklusive der 1000 Schiffe. Freudigerweise. Strange. Wann habe ich denn da Gebiete bekommen? Verdammt. Die wollte ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir widmen uns dann der Türkei nächste Folge. Oder diese Folge noch, anfänglich. Sehr strange. Sehr, sehr strange. Mehr sage ich... Also, mehr kann ich... Das ist ein bisschen blöd jetzt. Das langweilt mich jetzt gerade. Ich habe jetzt... Halt viel zu viel Aluminium. Das ist total unlogisch. Wir brauchen es nicht mal. Brauchen sie ja nicht mal, davon abgesehen, aber... Ja, ich finde es ein bisschen uncool, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil es halt nicht das ist, was ich mir vorstelle unter der Kampagne jetzt, aber... Ändert sich das jetzt nochmal? Fixt sich das automatisch? Vielleicht? Zufällig? Nö. 1031. Naja, gut, ist jetzt halt so. Können wir jetzt auch nichts dran ändern, das ist... Hoffen wir, dass das nicht weiter passiert. Nicht kurz gucken. Ich würde es ja sehen. Wenn ein Land zu viele Ressourcen hat. Sieht es hier aber ressourcentechnisch soweit alles. Da weiß ich es schon wieder gar nicht so richtig. Eine Infrastruktur mal 2. Hier steht 10 von 10. Steht hier auch 10 von 10 Infrastruktur? Ne, hier steht's, also Infrastruktur wird angezeigt, wenn die falsch ist. Ja. Vielleicht wird es mir nicht richtig angezeigt. Ich würde es so gerne Fog of War ausmachen. Aber es sieht eigentlich alles normal aus. Ja,
warum dann in Rumänien? Das habe ich nie besessen, das Gebiet. Bulgarien auch nicht. Das hier auch nicht. Das war jetzt alles erst zum Ende hin. Ich habe ja nichts gemacht. Der Krieg war vorbei und dann hat man die Gebiete und dann toll. Dann ist die Infrastruktur hier ausgebaut. Aber warum hier? Warum hier? Das macht am allerwenigsten Sinn. Maximal pro Start 50. Vor allem, warum maximal pro Start 50? 19. Seht ihr das, als ob das Limit irgendwie erhöht wurde durch irgendwas? Vor hier steht maximal 8. Very strange, was hier abgeht. Wir werden uns nicht weiter drum kümmern jetzt. Vielleicht weiß einer die Lösung des Ganzen und dann einfach mal ab damit in die Kommentare. Ich bin gerade ausnahmsweise überfragt. Ist selten, dass es mal passiert, aber jetzt hier ist es dann doch tatsächlich mal der Fall. Wir bereiten keine Naval Invasions vor. Ich bin auch total dumm. Wir können ja eigentlich direkt auf die Inseln gehen. Richtung Türkei. Ja, ich sollte vielleicht mal einen Bug-Report schreiben an Paradox. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache, die man machen könnte. Oder mal, vielleicht schaue ich einfach mal in die Foren, ob da irgendwas Bekanntes ist. Ah, die italienischen aber die haben auch so viele Schiffe alle, ne? Aber ich überlege auch, ich meine, gut, ich spiele mit dem neuesten Patch. Vielleicht war da noch ein Bug drin oder ist ein Bug drin? Das ist eine Möglichkeit. Aber es ist strange. Es ist nicht normal, sagen wir es mal so. Es ist nicht normal, was hier passiert. So traurig das auch ist. Wir bereiten uns jetzt auf den Krieg vor gegen die Türkei. Dauert 225 Tage. Kostet uns ohne Ende politische Macht, die ich jetzt wieder nicht habe. Wir haben noch einen Krieg gegen Italien aus irgendwelchen Gründen. Die sind ja schon meine Marionette. Das Spiel ist irgendwo kaputt gegangen. Meine Damen und Herren, das Spiel ist kaputt, ganz ehrlich. Aber egal, wir machen weiter. Das ändert ja nichts dran, dass wir hier weiterhin Krieg spielen können. Ich werde jetzt wahrscheinlich eine Sache machen. Ich werde die Toolpack-Mod installieren. Werde jetzt hier mit der Toolpack-Mod hier diese ganzen Sachen resetten. Ich hoffe, dass es geht, dass ich die ganzen Provinzen wieder normalisiere von der Infrastruktur her, dass ich hier keine Ressourcenvorteile habe. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder zu H2N4 mit Griechenland. Mach's gut. Tschüss.